Am 29. März 2017 hatte das SIMA-Team vom französischen Access Motor-Importeur die europäischen Importeure und die Fachpresse in die Bourgogne-Franche-Comté eingeladen und präsentierte die 2017er ATVs, Quads und Side-by-Sides des taiwanesischen Herstellers. Als einziges deutschsprachiges Fachmagazin hatte ATV und Quad die Gelegenheit genutzt, den neuen Modelljahrgang zu testen. Bemerkenswert ist, dass Access Motor trotz zunehmend widriger EU-Zulassungsbestimmungen auch im Jahr 2017 den Sportquads treu bleibt. Im Programm sind mit der AMS 4.30 ein Automatikmodell mit knapp 400 Kubik und mit der AMS 4.38 ein Schalter mit 38 PS starkem 450er Triebwerk. Der Hammer aber sind die ATVs mit 600 bzw. 800 Kubik, die künftig über voll einstellbare Fahrwerke verfügen. Bei deren Abstimmung haben die aktuellen ATV-Baureihen von Can-Am und Polaris als Vorbilder gedient. Noch im Tarndekor wurde in Frankreich auch ein Prototyp des bereits geheimnisvoll angekündigten Buggys gezeigt. Das Fahrzeug war noch mit dem 800er Einzylinder bestückt, den wir aus dem ATV kennen. Auf den Markt kommen soll das Side-by-Side allerdings auch mit einem Kompressor, womit seine Leistung auf Augenhöhe mit aktuellen Sportlern aus den USA und Kanada stehen dürfte. Nicht gespart hat Access Motor an der Federung. Insgesamt stellt das Konzept eine deutlich höhere Performance in Aussicht, als wir in dieser Klasse bislang von asiatischen Fahrzeugen her kennen.